Ja, wird ein bisschen hart, Wetter ist noch okay, oben zieht sich ein bisschen was zusammen. In der Klamm natürlich dann können auch schon mal Schneemassen kommen. Autos hier von links zum Beispiel auch. Ich versuche, dass ich dich ja, so jetzt nicht abhänge vom Tempo her und dann wird es ein 100 Plunder. Das ist echt ein schöner Tag. Traum. Und Wandern macht auch viel Spaß. Und ich sag mal so, wenn die Aussicht auf das Schnitzel nicht wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt liegen bleiben. Jetzt ist Viertel nach elf, also sind wir circa 5 bis 6 Stunden unterwegs. War jetzt ein bisschen kalt tatsächlich und nass. Aber jetzt trinke ich Tee. Und es war auf jeden Fall eine wilde Reise, würde ich sagen. Wir gehen jetzt weiter. Ich schätze, dass wir in 8 bis 14 Stunden auf der Zugspitze sind. Und da bin ich einfach froh, dass du dich nicht mit unnötigen Ballast von Wanderschuhen belastet hast, sondern einfach mit deinen Turnschuhen ganz flink hochkommst. Wirklich der Burner. Das sind Stöcke, die können richtig viel, aber dazu später mehr. Zuerst zu dieser Brücke. Sie führt über die Klamm. Wow, echt der Oberhammer. Sozusagen voll oldschool, also sozusagen auch voll cool. Da ist jemand! Da ist jemand da unten. Da ist jemand. Da ist doch jemand. Ooh.
Also wir sind jetzt schlussendlich angekommen. Oh Mann. Wie lange haben wir denn jetzt gebraucht? Also angesetzt waren hier 4 Stunden. Ja, wir waren glaube ich bei 3,5 jetzt. Das hast du eben nochmal ausführlicher gesagt.